Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Wochenorakel. Ja, heute schauen wir uns die allgemeinen Wochenenergien an, das was allgemein auf uns zukommt. Wir legen hier also kein Thema fest, sondern lassen hier sozusagen die geistige Welt sprechen, was auf uns zukommen wird. Und dazu habe ich verschiedene Orakelkarten auch ausgelegt. Und zwar hier habe ich 4 Karten gezogen aus dem Kartendeck Vision der Seele. Und unterhalb habe ich jeweils, also habe ich 4 Karten gezogen aus dem Engeltarot. Und da schauen wir uns einfach an, was in der kommenden Woche auf uns zukommen kann. Zum Schluss der Legung könnt ihr euch zwischen eine dieser 3 Kristalle entscheiden. Und zwar habe ich hier 3 Karten gezogen aus dem Kartendeck Ho'oponopono. Und das finde ich sehr interessant, denn da geht es um die Vergebung, die heilsame Kraft der Vergebung. Ja, wie ihr ja wisst, mache ich auch Vergebungsrituale, also für dich selber, ja, nicht für eine dritte Person, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass die Vergebung sehr, sehr wichtig ist, um überhaupt einen Neuanfang machen zu können, egal um welchen Bereich es sich jetzt handelt. Ja, wenn man jetzt wirklich in die Vergebung geht, hat man dann mit dieser Situation, die man eben vergeben möchte oder einer Person, dann auch wirklich abgeschlossen und ist sozusagen auch frei für einen Neuanfang. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ihr könnt euch dann zum Schluss des Orakels einen Kristall auswählen. Ja, und dann schaut ihr euch an, welche Botschaft hier für euch kommt. Ja, und das finde ich nämlich sehr interessant und ihr könnt natürlich auch ein Vergebungsritual bei mir buchen. Ja, das findet ihr in der Infobox. Aber wie gesagt, nicht für eine dritte Person. Ja, es geht hier um dich, das, was du sozusagen in die Vergebung bringen möchtest. Ja, nicht für eine, wenn du jetzt das beauftragst für, weiß ich nicht, deine Mutter, deinen Herzensmann, ist egal wem, ja, das mache ich nicht. Also für dich persönlich ja, aber nicht für eine dritte Person, ja, wo du das einfach in Auftrag gibst, ja. Also das, davon distanziere ich mich und da schau einfach in die Infobox, da findest du den Link zu meiner Homepage und da kannst du dann auch entweder eine Kartenlegung buchen oder ein Vergebungsritual, ja, je nachdem, was dir mehr zusagt. Wir schauen uns einfach jetzt mal die allgemeinen Energien an für diese Woche. Da schauen wir die Hauptlegung sozusagen an und zum Schluss decken wir dann oder decke ich dann nacheinander die Karten vom Ho'oponopono Orakel auf und da bin ich gespannt, was rauskommt. Beginnen wir jetzt einfach mal mit der Hauptlegung und schauen wir uns mal die Karten an, Visionen der Seele. Ja, das kommt jetzt hier direkt aus deiner Seele, diese Botschaften, was in dieser Woche wichtig ist. Und zwar hier haben wir All Eins. Und hier geht's darum, dass dir bewusst wird, dass wir alles eigentlich, oder dass wir alle eigentlich eins sind. Ja, wir kommen von demselben Ursprung und wir gehen auch dort wieder zurück. Ja, keiner ist etwas Besseres. Ja, auch wenn sich vielleicht viele für etwas Besseres halten. Ja, aber im Endeffekt sind wir alle gleich. Wir sind alle aus demselben Konzept sozusagen. Wir sind alle gleich aufgebaut. Wir sind alles Menschen. Und niemand ist besser oder schlechter. Ja? Und diese Karte möchte dich einfach auch wieder darauf hinweisen, ja? Dass wir alle eigentlich eins sind. Keiner ist was Besseres. Keiner ist schlechter. Jeder Mensch oder wir alle sind aus dem, natürlich sind Menschen unterschiedlich, ja, aber vom Grund her, vom Grundstock sind wir alle gleich, ja. Wir werden alle geboren durch unsere Mutter, wir werden alle sterben, ja, das ist, da führt kein Weg dran vorbei, ja, und da geht's einfach auch darum, dass du auch die Einheit mit dir wieder erkennst, ja, dass du vollkommen bist, so wie du bist, ja, dass du niemand anderen brauchst, um vollkommen zu sein,
Ja, wir Menschen sind zwar nicht so vollkommen wie die geistige Welt zum Beispiel, auch wenn es da draußen Leute gibt, die sich dafür halten, ja, die glauben, sie sind Gott persönlich. Ja, aber das ist ja nicht wahr. Ja, wir sind ja alle nur Menschen und niemand ist ein Engel oder niemand ist Gott, schon überhaupt nicht. Ja, und jeder Mensch ist so perfekt, wie er ist. Und du brauchst natürlich niemand anderen, um mit dir im Reinen zu sein. Ja, da braucht es, so wie man oft sagt, nur mit der Dualseele ist man eins. Das ist ein Blödsinn. Ja, denn du hast ja auch gelebt, bevor du deine Dualseele zum Beispiel kennengelernt hast. Da hast du ja auch gut gelebt, nehme ich mal an. Ja, hast du auch überlebt. Und dann plötzlich, wenn man die Dualseele kennenlernt, soll das dann nicht mehr gehen? Und das sind so Dinge, die einem auch bewusst werden sollen, ja, dass man keine andere Person braucht, um perfekt zu sein, ja, um eins zu sein. Ja, das möchte dir diese Karte eben mitteilen für die kommende Woche oder deine Seele eben einfach auch mitteilen, dass dieses Thema für dich wahrscheinlich in dieser Woche sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht bekommst du in diesem Bereich auch wichtige Erkenntnisse. Dann schauen wir uns noch die zweite Karte an und da haben wir die Rückführung. Das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Ja, ich habe auch vor, jetzt weiß ich das gar nicht, ich glaube, 1,5 Monaten eine Rückführung gemacht. Ich werde da ohnehin demnächst auch ein Video machen, wo ich darüber berichten werde. Aber das Thema Rückführung kann vielleicht für dich Thema werden, um einfach zu schauen, dass du einfach zurückgehst, ja, in diese Situation, wo du sowieso schon eins warst oder eins bist. Ja, Rückführung kann jetzt natürlich auch in dem Sinne sein, dass man eben wirklich eine Rückführung macht, ja, wo man sich in Trance versetzen lässt, ja, und dann wirklich auch sich zurückführt, sozusagen zur Seele. Das kann es sein. Oder einfach, dass du dich zurückerinnerst, dass du eigentlich eh eins mit dir bist, ja, dass dir nichts fehlt, dass dir keine andere Person fehlt oder dass einfach das, so wie es jetzt momentan für dich, was momentan in deinem Leben los ist, dass das auch seinen Sinn hat, ja, dass du trotzdem eins mit dir bist, egal wonach du dich sehnst, ja, das so wird dir wahrscheinlich auch in dieser Woche bewusst und vielleicht machst du ja tatsächlich eine Rückführung oder dir werden einfach Dinge jetzt bewusst, dass jetzt von deiner Seele kommt, ja, vom Ursprung sozusagen, dass dich sozusagen wieder zurückführt in deine Einheit. Ja, das kann es natürlich auch bedeuten. Oder du hast tatsächlich diese Woche einen Termin für eine Rückführung. Oder du interessierst dich einfach jetzt auch für das Thema Rückführung. Dann haben wir noch die Karte der Tod. Da braucht man sich natürlich nicht schrecken. Ja, das steht einfach dafür, etwas Altes muss beendet werden, damit etwas Neues entstehen kann. Und vielleicht hilft dir hier die Rückführung, dass du hier Altes aus der Vergangenheit wirklich jetzt loslässt, egal um welches Thema es sich handelt. Das, was bei dir gerade wichtig ist, was du loslassen sollst, um das geht's hier. Ob es jetzt um einen Job geht, ob es mit der Familie Themen gibt, ob es mit dem Partner Themen gibt, ja. Hier geht's um die große Wandlung, um die große Transformation. Vielleicht gelingt dir das mit einer Rückführung oder aber du verwandelst diese Dinge aus der Vergangenheit. Die Rückführung ist ja die Vergangenheit, in die Vergangenheit zurückgehen, ja? Dass du nochmal in die Vergangenheit in dieser Woche zurückgehst, Altes auch wirklich loslässt und dann kommt es zu einer großen Transformation und du wirst mit dir wieder im Reinen sein und wirst dich einfach auch vollkommen fühlen und vollkommen perfekt fühlen, so wie du bist.
Also das finde ich ein sehr interessantes Thema diese Woche. Und dann haben wir ausprobieren. Du wirst also in dieser kommenden Woche viele neue Dinge auch ausprobieren. Du wirst versuchen, neue Wege zu gehen. Du wirst dir die Möglichkeiten anschauen, die in dieser kommenden Woche auf dich zukommen werden. Ja, das finde ich sehr, sehr interessant und das ist auch wichtig. Das heißt, es findet kein Stillstand statt. Deine Seele möchte dir sagen, geh zurück zum Ursprung. Werde dir in dieser Woche bewusst, dass du probier einfach neue Dinge aus. Ja, das möchte dir oder möchten dir hier diese vier Karten sagen. Egal, was in dieser kommenden Woche für Schwierigkeiten gibt. Ja, dir stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Probiere einfach aus. Ja, das ist hier, sind hier wichtige Botschaften, die hier von deiner Seele kommen. Das finde ich mal sehr, sehr interessant. Schauen wir uns jetzt einfach gleich an, was die Tarotkarten sagen, also das Engel-Tarot. Und hier haben wir die Karte 6 des Wassers. Erinnerungen aus deiner Geschichte oder Kindheit. Etwas, das mit Kindern zu tun hat. Die Vergangenheit verklären. Also das finde ich interessant. Ja, also in dieser Woche werden Dinge aus der Vergangenheit nochmal hochkommen. Erinnerungen werden hochkommen. Vielleicht machst du tatsächlich eine Rückführung, ja, dass hier ein Kindheitsthema nochmal hochkommen wird, wo du jetzt wirklich auch in der kommenden Woche diese Erinnerungen klären wirst. Aus der Vergangenheit. Es kann natürlich auch sein, wenn das Kindheitsthema nicht dein Thema ist, dass einfach auch jede andere Situation aus der Vergangenheit jetzt auf dich zukommen wird, wo du jetzt das wirklich auch klären wirst. Ja, und dann wissen wir ja jetzt, kommt es hier zur großen Transformation. Ja, du wirst hier Dinge in die Beendigung bringen, mit denen du dich schon lange befasst. Ja, also diese Woche ist also eine große Zeit der Klärung. Und wenn es mich nicht ganz täuscht, hatten wir das, glaube ich, gestern im Liebesorakel auch. Ja, also diese Woche scheint für viele von uns wirklich die Woche der Klärungen zu sein. Die nächste Karte sagt uns 6 der Erde. Und da haben wir Geld, Zeit oder Leichtigkeit als Geschenk erhalten, neue Karrieremöglichkeiten, einen Kredit bekommen oder Schulden zurückzahlen. Also hier haben wir auch noch das Thema Geld. Ja, auch hier das Thema Geld wird für dich ein Thema sein. Neue Möglichkeiten werden sich hier auftun. Vielleicht möchtest du einen Kredit, dann wirst du diesen Kredit auch bekommen oder du wirst Schulden zurückzahlen. Ja. Da findet einfach jetzt generell ein Neuanfang statt, auch im Bereich Beruf und Finanzen. Ja, also das finde ich natürlich sehr gut, ja, für alle, die Schwierigkeiten haben oder für alle, die sich beruflich auch verändern wollen. Ja, du hast hier mehrere Möglichkeiten. Ja, probiere diese Möglichkeiten einfach aus. Ja, vielleicht, wenn du wirklich um einen Kredit fragst, ja, dass du nicht nur bei einer Bank zum Beispiel fragst, sondern mehrere Angebote auch einholst. Oder wenn es um eine Wohnung geht, ja, ist ja völlig egal, dass du einfach in dieser Woche ausprobierst. Du wirst dich hier mit der Vergangenheit nochmal auseinandersetzen und dann werden sich dir neue Möglichkeiten auftun, auch im Bereich Finanzen, Geld, Zeit oder Leichtigkeit als Geschenk. Es kann natürlich sein, wenn das Geldthema nicht dein Thema ist, dann haben wir einfach Zeit oder Leichtigkeit als Geschenk. Das heißt, Leichtigkeit wird in dieser Situation reinkommen, wenn die große Transformation beendet ist, wenn du hier Dinge klärst, ja, dann wirst du Leichtigkeit ernten. Man sieht ja hier so die Waage, ja, wie die im Gleichgewicht ist, ja, oder wie man einfach, oder wie dieser Engel hier nach Gleichgewicht, oder an dem Gleichgewicht auch arbeitet, ja, also das finde ich ziemlich gut, vor allem was auch die Finanzen betrifft. Dann haben wir noch den Magier, und zwar Erzengel Raziel ist bei uns, und zwar, du bist bereit, du hast die Ressourcen oder kannst diese manifestieren. Das Leben ist magisch.
Erzengel Raziel sagt auch noch: Ihr oder wir sind bereit. Wir haben die Ressourcen. Wir haben die Kraft. Wir haben die Stärke, um in unserem Leben etwas zu verändern. Und da ist völlig Schnuppe, welcher Lebensbereich hier gemeint ist. Das, an das du als allererstes denkst, ja, das ist dein Thema. Das lässt sich jetzt verändern. Und Erzengel Raziel ist bei uns. Er unterstützt uns hier auch. Das heißt, wenn wir hier Unterstützung brauchen, bekommen wir sie von diesem Erzengel. Denn bei Erzengel ist es so, sie unterstützen einen nur, wenn man sie darum bittet. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann sind sie bei uns. Also bittet einfach hier um die notwendige Kraft. Ja, du hast die Ressourcen, du kannst diese manifestieren. Und du schaffst das. Das, woraus du dich befreien möchtest, das, was du verändern möchtest, schaffst du. Du musst es nur ganz einfach ausprobieren. Und die vierte Karte. Da haben wir König des Feuers. Der steht dafür, für motivierend, idealistisch, ambitioniert und charismatisch. Fokussieren, fokussieren, fokussieren. Kommuniziere mit Weitsicht und sei ein Anführer. Rat von einer kreativen Person. Du sollst dich auf das fokussieren, was du verändern möchtest. Geh voller Motivation an diese Sache ran. Du hast die notwendigen Ressourcen. Du wirst in die Leichtigkeit gehen, wenn du hier aus der Vergangenheit etwas veränderst, wenn du die Vergangenheit auch loslässt. Ja? Vielleicht bekommst du auch Rat von einer kreativen, weisen Person. Ja, oder du bist jemand, der einfach auch mit Weitsicht kommuniziert, der anderen auch die notwendige Motivation geben kann. Ja, vielleicht betrifft diese Veränderung nicht dich persönlich, sondern du bist vielleicht jemand, der jemanden genau mit diesen Worten, ja, unterstützen kann bei einer Veränderung. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Du bist motiviert. Ja, du schaffst das und das sollst und du solltest auch deinen Fokus genau auf das richten, dass du das schaffst. Alles, was du dir in den Kopf gesetzt hast, sozusagen, schaffst du. Und wenn dir Steine in den Weg gelegt werden, dann hebst du sie auf, legst du sie beiseite und gehst weiter. Denn du hast die Ressourcen. Und wenn du das, wenn dir mal die Motivation fehlt, Erzengel Raziel ist da. Ja, und das wirst du schaffen. Komme, was wolle. Das ist hier sehr, sehr wichtig und du sollst dich hier wirklich auch auf deine Schritte fokussieren. Jetzt schauen wir uns natürlich die Botschaften an. Vielleicht habt ihr euch schon für einen Stapel oder für einen Kristall entschieden. Wenn nicht, einfach das Video kurz anhalten, überlegen, entweder für den grünen, für den lilafarbenen oder für den blauen. Ja, ich werde jetzt einfach mal die Karte aufdecken unter dem grünen Kristall und da schauen wir uns deine Botschaft an. Sende den Aloha Spirit dahin, wo Schwere herrscht. Aloha heißt das freudvolle Teilen von Frieden, Liebe und Hoffnung im gegenwärtigen Augenblick. Trage den Aloha Spirit in die Welt. Wandle Schwere in Leichtigkeit. Hilf anderen Menschen, indem du ihnen den Aloha-Spirit zukommen lässt. Also hier geht es darum, dass du dort, wo es schwierig ist, in der gegenwärtigen Situation, positive Energie hinein manifestierst sozusagen. Ja? Du sollst Schwere in Leichtigkeit umwandeln. Du hast die Ressourcen, du schaffst das. Auch wenn es hier um eine Situation geht, in der du dich befindest, wo es schwierig ist. Ja? Oder du hilfst einfach anderen Menschen, ja? Das Positive in einer Situation zu sehen. Ja? Das ist hier deine Botschaft, wenn du dich für den grünen Kristall entschieden hast. Schauen wir uns die Botschaft an. Wenn du dich für den lilafarbenen entschieden hast, und für den habe auch ich mich entschieden und bin auch schon sehr gespannt. Und zwar, Ho'oponopono heißt etwas richtigstellen. Korrigiere alles, was dich stört. Übernimm die Verantwortung für deinen Einfluss auf die Welt. Trage deinen Teil zur positiven Veränderung bei. Trage den Spirit von Ho'oponopono in die Welt. Und da geht es darum, dass du in die Korrektur gehst, ja, dass du
das korrigierst, was dich stört. Wenn dich zum Beispiel stört, dass sich dein Wunschpartner nicht entscheiden kann, dann triff du die Entscheidung. Übernimm die Verantwortung. Ja, das möchte dir diese Karte sagen. Stelle einfach etwas richtig. Vielleicht hat man dir Unrecht getan, dass du hier etwas richtig stellst. Oder jemand hat dich falsch verstanden. Dann stell das hier auch richtig. Ja, deine Botschaft lautet, stelle Dinge oder stelle einfach das richtig, was dich stört, korrigiere hier etwas, ja, und trage du deinen Teil dazu bei, dass sich etwas positiv verändert. Denn natürlich ist es leichter zu sagen, der andere muss das und das und das machen, aber jeder hat seinen Teil dazu beizutragen. Und hier geht es darum, dass auch du deinen Teil zu einer positiven Entwicklung beiträgst. Dann schauen wir uns noch die Botschaft unter dem blauen Kristall an. Und da haben wir: Aufgrund der Verletzungen, die du erfahren hast, tendierst du zum Alleingang. In welchen Situationen denkst du, Hilfe annehmen sei eine Schwäche? Lass diese Einstellung los. Verbinde dich mit der Liebe. Wenn du Hilfe zulässt, wird dir geholfen. Das ist eine sehr gute Botschaft. Vielleicht traust du dich einfach nicht um Hilfe bitten. Ja, diese Karte möchte dir sagen: Trau dich. Lass die Einstellung los, dass du nicht um Hilfe bitten kannst. Wenn du um Hilfe bittest, wird dir geholfen. Und das ist genau das, was ich vorhin auch gesagt habe mit den Erzengeln. Ja, du brauchst dich nicht genieren, Hilfe anzunehmen. Ganz und gar nicht. Ja, du sollst den Satz loslassen, dass um Hilfe bitten eine Schwäche ist. Das sollst du loslassen, denn das ist keine Schwäche, das ist eine Stärke. Denn wer traut sich denn heute schon noch um Hilfe bitten? Kaum noch jemand. Und sich das trauen, ja, und das wirklich auch tun, ist eine Stärke. Und das sollte dir in dieser Woche bewusst werden. Nimm Hilfe an bei deinen Vorhaben, nimm Hilfe an, was du gerne verändern möchtest, wo du das Gefühl hast, ich schaffe es alleine nicht. Ja, und jetzt kommt gerade ein Déjà-vu-Erlebnis, denn obwohl ich mich für diesen Kristall entschieden habe, kann ich mit dieser Karte viel, viel mehr anfangen, denn ich bin auch gerade in einer Lebenssituation, wo es um wichtige Entscheidungen geht, wo es auch darum geht, Hilfe anzunehmen. Denn auch ich bin so jemand, muss ich zugeben, dass ich alles möchte alleine schaffen. Bloß niemanden um Hilfe bitten. Aber irgendwann muss einem das auch bewusst werden, dass man einfach auch sich Hilfe holen soll, dass man einfach nicht alles alleine schaffen kann. Ja, also da bin ich jetzt gerade richtig geflasht und ich finde sehr, sehr schöne Botschaften. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in die kommende Woche geben, auch ein bisschen zum Nachdenken anregen, euch ein bisschen Mut machen für die kommende Woche. Ich freue mich natürlich auf die nächsten Orakel mit euch und bis dahin sage ich Tschüss.